Detlef Kümmel und Julian Schmitz-Avila bei uns sind, die beide gerade einen Fernsehpreis abgeräumt haben. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Für Bares, für Rares. Und Julian sagt, diese Sendung bedient so eine Goldgräberstimmung. Absolut. Inwiefern? Ja, jeder hat irgendwas zu Hause, was er, womit er sich identifizieren kann, beziehungsweise nochmal anders gesagt. Ich hatte mal eine Bekanntschaft, die sich überhaupt nicht für die Sendung interessiert hat, aber ich habe dann irgendwas geschaut, weil ich in der Sendung was gekauft habe. Und das läuft ja häufig so, dass wir die Sachen über die Sendung verkaufen. Ja. Und die Frau Dr. Heidrit Zepa-Zabel war in der Expertise dran und sprach von einem Löwen nach links schreitend Silber. Und da sagte sie ganz urplötzlich, die sie sich nie für die Sendung begeistert, Moment, hinterm Fernseher, da habe ich von meiner Oma einen alten Kerzenleuchter, ganz so, und das meinte ich mit dieser Goldgräberstimmung, das ist richtig, dieses Zitat. So, dass jeder einfach nicht mehr alles so schnell wegwirft, sondern dass man sich ein bisschen besinnt und mal nachschaut, was habe ich da eigentlich? Aber es macht die Leute auch so wahnsinnig gierig, Detlef, oder? Dass sie das Gefühl haben, boah, auf dem Dachboden, da liegen noch 2 Millionen rum in Form von alten Löwen oder irgendwelchen Bronzestatuen. Ja, gierig will ich gar nicht sagen. Es ist einfach interessierter. Es lag wirklich jahrelang auf dem Dachboden, es lag in den Kellern. Es war bei den Eltern und Großeltern zwar gesehen, aber nie richtig registriert. Und plötzlich kommen wir daher und zeigen durch einfache Dinge, dass es plötzlich doch Werte zu Hause geben könnte. Und genau das ist auch der Erfolg unserer Sendung, dass wir nicht nur Reichtümer zeigen, sondern tatsächlich auch Dinge, wo man sofort sagen kann, Schatz, geh mal in den Keller, da unten haben wir auch sowas. Mal gucken, was es denn bringt. Und ich glaube, das ist auch der große Erfolg, dass man wirklich sagen kann, jeder findet irgendwo etwas, was ihn berührt und wo er auch sagen kann, das ist auch mein Teil zu Hause. Man muss einmal ganz kurz eure Rollen sozusagen erklären für die paar wenigen, die es nicht wissen. Ne? Detlef ist der Gutachter sozusagen der in Gute, dieser. Genau. Der Gute, genau. Der Gute, der, ja. Der Gute. Der böse Händler. Er ist der windige Händler, genau. Julia. Ja. Das heißt, das Zeug wird angeliefert von Leuten, die irgendwo was finden. Und du bist dann im Grunde der Erste, der da drauf schaut und sagt irgendwie, also. Das ist ein echter Rembrandt, der ist so und so viel wert oder eben auch nicht. Als Gutachter bin ich ja tatsächlich so ein bisschen neutral oder sogar ein wenig sogar für die Leute, die es verkaufen wollen, logischerweise. Aber die Information muss wie bei einem Notar absolut neutral gehalten werden. Okay, aber wie oft und wie schwer fällt es dir dann? Musst du den Leuten sagen, passen Sie mal auf, also ich verstehe, dass Sie jetzt das Gefühl haben, das ist ein 100.000-Euro-Ding, aber es ist leider einfach nur Schrott. Bringen Sie es einfach auf den Müll. Es ist nicht Kunst, es kann weg. Ja, würde ich so nie sagen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich ein höflicher Mensch bin. So nie sagen. Das stimmt wirklich. Ich würde es wirklich so nie sagen. Aus dem einfachen Grunde, ich darf eines nicht vergessen, die Menschen kommen her. Und wenn sie nur einen Kerzenleuchter haben, der 20 Euro wert ist, haben die sich die Mühe gemacht, zu mir zu kommen oder zu uns zu kommen und zeigen mir etwas, was sie selbst irgendwo als wertschätzend betrachten. Klar. Und jetzt darf ich sie nicht beleidigen. Das muss ich ihnen ja trotzdem irgendwie diplomatisch was sagen. Selbst wenn es wenig wert ist, hat es ja immer eine Geschichte. Ich erzähle dann trotzdem, was es ist. Ja. Und komme dann dazu, dass es vielleicht nicht so viel wert ist, wie Sie hoffen. Aber trotzdem ist es ja etwas Persönliches, was Sie mitbringen. Du könntest vielleicht auf seine Formulierung zurückgreifen. Alles Weitere würde Sie nur verunsichern, wenn ich Ihnen das Das, was Sie da gerade sehen, ne? diese Gläser, da schauen wir mal ganz kurz rein, damit wir alle sozusagen mal auf dem Laufenden sind. Bitte schön. Ihr habt mitgebracht Gläser. Das war halt ein Trödelmarktfund und mein Vater fand die halt schön. Er hätte die auch für sich genommen, aber dann hat er halt im Internet geguckt und dann waren die Preise so hoch. Was habt ihr bezahlt dafür? Wir haben pro Glas 5 Euro bezahlt. Vom Alter her sind wir ziemlich am Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann sieht man, wenn man durch das Glas hindurchschaut, da sieht man überall so kleine Bläschen und Wellen. Daran sieht man, dass es alles noch mundgeblasen, beziehungsweise das ist noch richtig Handarbeit. Was möchtet ihr dafür haben? Also, ich sag mal, das, was ich so gesehen habe, hätte ich schon gedacht, naja, so 1.500 Euro. Ich habe diese Gläser schon ein paar Mal gesehen bei Auktionen. Also, unbeschädigt, in der Menge auf einen Schlag, dann wäre ich so bei 3.500 bis 4.000 Euro. Sensationell! Hallo! Hallo! Die gefallen mir sehr gut. Ich sehe die auch wirklich schon in meiner Küche. Und was du auch? Ist schon eine Kriegserklärung, hier haben die Kollegen. Silvester steht auch vor der Tür, ist nicht mehr lang hin. Nee. Riecht man Champagner? Das passt gerade sehr gut in die Zeit. Ich fange mal mit 50 Euro pro Glas an. Diese Gläser haben 2 Weltkriege überlebt, das darf man nicht vergessen. 1000. 1550? Es gibt auch Sammler, die da sagen, ich hätte gern alle 10. Genau, und deswegen zahle ich auch gerne 2000.
2000. Was halten Sie denn von diesem Gebot, von diesem starken Gebot von 2000 Euro? Dann würde ich sagen, wenn wir noch für Ihre Spardose also einen 100er draufpacken, 50 für Sie, 50 für Ihre Schwester, dann sind wir uns einig. An dem 100er mehr soll es nicht scheitern. Ich gebe gerne die 2-1. Aber warum? Das ist ja, könnt ihr mir das mal erklären? Das ist eigentlich ein völlig irrationales Verhalten. Ne? Die haben ja vorher die Zahl von dir gehört, die irgendwo fast das Doppelte ist. Und dann kommt er und zockt sie einfach ab, gnadenlos. Nein, gar nicht. Da muss ich dabei sagen, er zockt sie nicht ab, weil man darf eines nicht vergessen. Er bietet einen Preis, der ja ein Vielfaches dessen ist, was die Leute bezahlt haben. Okay. Also schon mal ein guter Gewinn. Und man darf eines nicht vergessen, um 4.000 Euro zu bekommen, muss ich sie auch ordentlich präsentieren. Das heißt, der Kunsthändler... Ja. Der stellt sie in eine Vitrine, der packt sie in sein Geschäft, was sehr viel Geld kostet, oder auf einer Kunstmesse. Ja. Und dann kommt das richtige fachkundige Publikum und die kaufen es dann. Und da sind wir natürlich auch in dem Bereich der Liebhaberei. Ja. Es gibt auch Kunden, die wollen sowas kaufen, weil es einen hohen Preis hat. So, und wann stellst du, Julian, diese Gläser ins Geschäft? Wenn die Sendung gelaufen ist, am gleichen Tag oder schon vorher? Also tatsächlich haben wir ja, das ist ja eine Aufzeichnung einer Abendsendung gewesen. Und wenn wir dann da als Händler sitzen, gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Wer hat die Expertise gemacht? Was ist für ein Objekt? Wann wird die Sendung ausgestrahlt? Und für mich war halt eines der Argumente, Mensch, das ist vor zwischen Weihnachten und Silvester. Da wird gerne getrunken. Ja, ich habe eine gute Chance, die Gläser. Also ich habe die eigentlich zu Hause gar nicht ausgepackt, sondern in der Kiste gelassen. Habe gesagt, so nach der Sendung, da wird schon jemand mit. Hat sich aber niemand gemeldet. Und jetzt gerade, wo ich hier bin, fällt mir ein, dass ich noch 10 sehr schöne Gläser habe, um deren Verkauf ich mich vielleicht mal kümmern sollte. Die sind ja klar. Zu Hause, ja. Okay. Aber ganz grundsätzlich, die Leute, es sind gerade gute Zeiten für so alte Sachen. Also im Fernsehen funktioniert das ja unglaublich. Ja? Ihr habt unglaubliche Zuschauerzahlen und so weiter, großen Zuspruch. Da muss ich fragen, gute Zeiten für was? Zum Verkaufen oder zu kaufen? Zum Verkauf, einfach für dieses ganze Geschäft. Also die Leute wollen ihr altes Zeug loswerden. Gibt es auf der anderen Seite einen großen Markt? Also Leute, die das aufnehmen, gibt es da noch eine Wertschätzung dafür? Das meine ich damit. Fang ruhig an. Ich finde gerade, dass durch diese Sendung die Wertschätzung wieder gestiegen ist. Also es ist, ich komme jetzt ins dritte Jahr und bin sehr, sehr dankbar, da sein zu können, gerade weil ich auch mit anderen Sachen groß geworden bin. Und ich gerade da in diesem konservativen Segment eine absolute Interessenflaute gespürt habe. Oder das wirklich, war schwierig, es war, ne? Nein, es war wirklich, man hat es angeboten wie saures Bier. Wirklich bedeutende, kunsthistorisch bedeutende Sachen für Deutschland, aus Deutschland. Teilweise billiger als teilweise bei IKEA, also es gab es auch. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Na, dein Vater, ich helfe dir gerne ein bisschen. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die Idee war, das zu antworten, aber dein Vater, Julian, war doch jemand, der als Zahnarzt gearbeitet hat. Richtig. Und offenbar auch diese Liebe, diese Berufung zu diesem ganzen Thema gespürt hat und das dann den Zahnarzt irgendwann an den Nagel gehängt hat. Und sich wirklich nur noch darum gekümmert hat und einer der wirklich besten deutschen Antiquitätenhändler war. Ja, also mein Vater war unheimlich schlecht in Französisch und wurde dann von seinem Vater nach Frankreich geschickt und hat dort auf einem Schrottplatz gearbeitet. Und da bis heute steht unser Kerzenhalter aus der Küche, aus Messing, den hat er von da mitgenommen. Und so hat seine Liebe dazu begonnen und er hat schon während seiner Praxiszeit, war er schon verheiratet und hat den Kunsthandel auf seine Frau, auf seine erste, angemeldet. Okay. Die hat ihn die ersten 4 Jahre gehabt und dann gab es dann irgendwie immer im Zahnarztwesen, immer härtere Auflagen, dann durfte die Zahnarzthelferin keinen Zahnstein mehr machen und das war dann alles so kompliziert und mein Vater ist ein Hektiker und er hat dann gesagt, so, Gewerbeamt, zack, ab, Praxis weg, Kunsthandel an und war innerhalb des ersten Jahres Mitglied im Deutschen Kunsthändlerverband. Hammer. Alle Händler haben gesagt, als dann die Leute was kaufen wollen, wie beim Doktor, der versteht doch gar nichts von den Möbeln und da haben sie aber, dafür ist er sehr schön, der Sekretär und dann ging das ganz zügig. Ging das los. Ja. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen in der Zahnarztpraxis, also zwischen einer Bohrung und der nächsten hat dein Vater noch mal kurz... Telefonleitung, Auktionshaus, Sie müssen sich kurz gedulden, ich muss kurz in London einen Eichenschrank kaufen. Ja, aber das war so und die Leute haben das auch mit Verständnis, sie wissen, ja, ist heute wieder ein bisschen viel los beim Doktor. Ja, das ist gut. Und die Leute? Ja. Das ist gut. Was ich aber noch wirklich schön finde, weil ich ja auch mit meinem Vater sehr viel zusammenarbeite, die Leute heute, wenn sie dann noch so in den örtlichen Lebensmittelgeschäften einkaufen gehen, die sagen, hör mal, Julian, ist ja toll, was du heute alles geschafft hast und dein Vater auch. Aber hier, seit 30 Jahren, der hält noch. Ja. Das ist immer noch Waschanchan. Was ist das Teuerste, das du gerade hast? Wir haben einen Tisch, der wahrscheinlich aus dem Spiegelkabinettzimmer aus Schloss Weißenstein in Pommersfelden stammt.
Und da rufen wir schon eine siebenstellige Summe rauf. Aber den haben wir auch, den hat mein Vater vor, glaube ich, 35 Jahren bei der Prinzessin von Hohenzollern gekauft, bei uns im Nachbardorf auf der Burg Namedy, und der steht seitdem bei uns. Okay, nicht schlecht. Siebenstellig für einen Tisch, ja. Ja, aber das ist auch einfach, weil mein Vater sagt, sowas gibt's nie wieder, ob der den Preis jemals bekommt. Der will den gar nicht verkaufen. Aber sie haben mich gefragt und dann sage ich, sowas gibt's auch. Ja, genau. Detlef, du hast es, ich habe das vorhin ganz kurz angerissen, deine Biografie auch sehr interessant. Du hast angefangen als Werkzeugmacher, ja? Genau, das war bodenständig, das war das, was man als sicher betrachten kann. Ja. Werkzeugmacher in meiner Gegend konnten nie arbeitslos sein, außer sie wären ganz, ganz faul oder dumm. Also war das eine sichere Sache. Ich wollte das auch tun. In welcher Ecke? Von welcher Ecke reden wir? In Lüdenscheid, da bin ich ja jetzt auch mit meiner Galerie. Mhm. Also da bin ich immer geblieben. Also da bin ich also doch schon ein bisschen bodenständig. Ja. Lüdenscheid in der Nähe von Dortmund, also so mittendrin. Und da sind sehr viele kleine Industrien. Und da war dann ein technischer Beruf einfach eine ganz sichere Bank. So, und das war dann der blanke Horror, die Vorstellung, dass man bis zur Rente immer an derselben... Ja, ich hatte das Problem, dass ich gut war und hatte dann sofort die Möglichkeit, dass ich angesprochen worden bin von meiner Firma, von meinem Chef. Jetzt machst du noch ein bisschen weiter, machst deinen Techniker und dann kannst du den Betrieb übernehmen, sprich als Betriebsleiter. Und mein Vater war fürchterlich stolz, weil er auch in der Firma gearbeitet hat und dachte, mein Junge, jetzt hast du es geschafft, bis zur Rente hast du ausgesorgt, die entlassen dich nie. Und dann habe ich am nächsten Tag gekündigt. Wirklich, ja. Ich habe dann sofort gesagt, ich mach's nicht, ich höre auch dann ganz damit auf. Was hat dein Vater da gesagt? Mein Vater ist von den Socken gefallen, das ist ganz klar, weil für ihn war jetzt klar, der Junge hat es endlich geschafft. Oder was heißt endlich, aber da war ich ja noch sehr jung. Mhm. Und dann habe ich dann wirklich mit 19 mich entschieden, das nicht weiterzumachen und habe dann mit 20 dann mein erstes Fitnessstudio, damals mit meinem Trainer, ich habe sehr viel Kampfsport gemacht und so weiter, und dann gemeinsam eröffnet und ein, zwei Jahre später dann das zweite. Eine Frage, eine Sache muss ich euch noch unbedingt fragen zum Schluss. Es gab eine Geschichte, ein Adler. Ja. Da schauen wir noch mal ganz kurz rein. Ja. Was hast du gedacht, als dieser merkwürdige Adler plötzlich bei dir auf dem Tisch zur Schätzung stand oder lag? Schau mal. Lieber Detlef, ich finde die Skulptur interessant. Du zitterst. Mhm. Das ist was Tolles. Mhm. Also wenn ich jetzt den Sockel angucke und Loge höre, dann sind es für mich die Freimaurer. Ja. Und das ist tatsächlich eines der frühesten Andenken, die man daraus kriegen könnte. Mit der Verbindung einer der Berliner Logen, die sogar noch existieren, muss ich hier auf jeden Fall einen Wert ansetzen um 2000 Euro. Schönes Stück. Ja. Ja. Ich fange mal direkt mit 500 Euro an. Ich mache weiter mit 600 Euro. 1400 gebe ich Ihnen. 2000. 2100 gebe ich Ihnen. 2650. Darf ich unterbrechen? Ja. Ja. Und ich hoffe, Sie sind mir jetzt nicht böse, ohne dass Sie jetzt denken, ich mache da jetzt mein eigenes Ding. Ich verkaufe es nicht. Was ist denn das für ein Vogel? Ich meine, jetzt nicht den Adler. Ist das verrückt? Warum hat er das gemacht? Also, da muss ich sagen, das war meine Schuld. Aus dem einfachen Grunde, dieser Pokal bzw. dieses Geschenk war eine eigene Feierlichkeit. Denn dieser Freimaurerpokal wurde von Brüdern an Brüder weitergegeben zur ersten Jahresfeier dieser Loge in Berlin. Und das hat der Mann einfach nicht gewusst. Es war also schon was Historisches für diese Loge. Und er hat Ewigkeiten von der Familie als Geschenk irgendwo da rumgestanden und niemand wollte ihn haben. Mhm. Und er kam zu uns und wollte wissen, was habe ich da überhaupt? Okay. Und dann konnte der auch für kleines Geld weg. Erstens. Dann wurde ich nervös, habe natürlich durch die ganzen Fakten, die da drauf zu finden sind, weil die Plakette sagt vieles aus, man konnte lesen, wo es herstammt. Also kurz gesagt, ich habe ihn also wirklich aufgeklärt, habe meine Begeisterung auf ihn übertragen und er wurde unsicher und wollte erst schon bei uns gar nicht weitergehen. Und da habe ich, oder hat Horst ihn quasi gebeten, nochmal, geh weiter, lass uns mal gucken, wie es weitergeht, denn 2000 Euro ist der Preis, könnte aber noch nach oben gehen. Ist das gut. Und so kam es ja auch. Man merkt auch, wie es in ihm arbeitet, schon die ganze Zeit. Es hat richtig in ihm gearbeitet und er hat wirklich festgestellt, ich habe hier sowas Besonderes, das darf man nicht verkaufen, denn es gibt Stücke, die haben keinen Preis, sondern die sind historisch wertvoll. Und soweit ich weiß, hat er sie auch an die Loge zurückgegeben und das fand ich großartig. Super. Also, danke euch sehr herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, sehr gerne.